Ich glaube, jeder von uns kann sich noch ganz genau erinnern. Ich werde einfach der sein, da gibt's 100-mal Schaden. Was sagst du, es riecht's gut, es riecht, die Luft riecht schon scharf, meine Augen fangen schon an zu tränen. Nein! Hey, warum machen die das so scharf, Digga? Kann doch nicht so schwer sein, diese Nudeln zu essen. Oder das ist Körperverletzung, ich sag dir ehrlich, ich zeig dir an. Die Kunst ist, seine Stärken und Schwächen zu kennen. Meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen bei Teil 2. Was geht? Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Die Zuschauer wissen auf jeden Fall schon, was abgeht. Wenn du eine Idee hättest, was wäre das Blödste, was wir heute machen können? Nein! 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 Was denkst du? Ja, wir gehen jetzt den scheiß schärfsten Käse-Kalamin-Essen ab. In diesem Sinne, guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Ich werde meine Geheimwaffe heute ziehen. Ich will irgendwo zu einem Billa oder so vorher gehen. Ich will einfach nur einen Semmel davor essen oder so. Das wollte ich dich fragen. Hast du noch nichts? Ich weiß, der hat diese... Wir gehen zu Billa, wir haben eine kurze Grundlage. Aber was esst, darf ich schon wissen oder nicht? Wir können uns eigentlich aussuchen, was. Ist ein geiler Laden. So, Freunde, wir befinden uns jetzt auf dem Weg. Erstmal geht ein dicker Kuss raus an Finanzguru. Und jetzt viel Spaß mit einer Minute Werbung. Von Finanzguru habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Und falls nicht, es ist ganz simpel erklärt. Einen besseren Überblick über eure Finanzen könnt ihr wahrscheinlich nicht haben. Ich habe die App circa vor einem halben Jahr entdeckt, bei Dave in einem Video, runtergeladen und seitdem liebe und nutze ich sie. Sagen wir mal, ihr habt zwei Konten und eine Kreditkarte, das ist wirklich sehr schwer, alles im Überblick zu behalten. Und genau da kommt Finanzguru ins Spiel. Ihr verbindet die App mit all euren Konten und boom, Game Changer. Und jetzt habt ihr alle Einnahmen und Ausgaben im Überblick und nicht nur das, Finanzguru zeigt euch auch alle laufenden Verträge / Abos. Wie zum Beispiel Fitnessstudios oder auch E-Scooter. Gestern habe ich einfach rausgefunden, dass ich seit 4 Monaten für ein E-Scooter-Abo bezahle, ohne dass ich es überhaupt nutze. Die ihr auch rechtssicher über die App kündigen könnt. Und für einen noch besseren Überblick über eure Finanzen könnt ihr 1 Monat lang kostenlos Finanzguru Plus mit meinem Code RANDY nutzen. Dadurch weißt du, was du noch bis Ende des Monats ausgeben kannst. Du kannst aber auch rückwirkend schauen, wo du viel oder sogar zu viel Geld ausgibst, um in Zukunft Geld zu sparen. Und es gibt noch viele weitere Funktionen, die das Leben auf jeden Fall erleichtern können. Ihr ladet euch die App runter, verknüpft eure Konten, klickt unten rechts auf Mehr, dann auf Code einlösen und gebt meinen Code RANDY ein. Und schon habt ihr 1 Monat Finanzguru Plus kostenfrei. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr direkt die App runterladen und jetzt viel Spaß im weiteren Video. Kuss geht raus an Finanzguru. Ich glaube, hier etwas könnte ein wirklich sehr, sehr guter Call sein. Kakaomilch, oder? Kakaomilch? Laktosefrei. Unter uns, Leute, ich glaube nicht, dass es so scharf wird wie in Tokio. Da bin ich mir sicher. Hier sieht es nach allem anderen aus wie Apfelschorle, Bruder. Ganz kurz. Hier hole ich meine Geheimwaffe, Bruder. Mundspülung? Ja. Erklär mal die Theorie kurz für die Zuschauer. Es ist halt nur eine Theorie, die ist, weil wirklich, ich habe festgestellt, dass ich manchmal schärfer essen kann als andere und eigentlich schärfer, als ich dachte, dass ich essen kann. Es gibt Phasen, da benutze ich oft diese Mundspülung, weil diese Mundspülung ist ja eigentlich wie scharf essen. Und scharf essen kann man ja trainieren. Ja. Wenn ich mir regelmäßig diese Mundspülung reinballer und ich mache das dann schon immer so, bis es weh tut, das ist dann 2-3 Mal am Tag, dann ist es gefühlt so, als ob das wie so ein Schärfetraining ist. Es ist aber nur eine Theorie. Bei Cards. Die denken auch so, Mundhygiene nehmen die böse ernst. So, Leberkässemme sah auf jeden Fall so aus, als ob du danach einen Haufen Mundhygiene brauchst. Ja. Die ist nicht scharf, gell? Nee. Ich hatte schon viel schärfere. Ich sag, die grüne ist viel schlimmer als die. Ich weiß auch nicht, wie viel Sinn das macht, das genau. Ja, das hab ich auch schon gedacht. So, Leute, willkommen bei Ton Mai Thai Kitchen. Schauen wir rein. Was ist die schärfste Speise, die ihr habt? Das schärfste Gericht? Wir können alle extrem scharf machen. Okay. Ja. Dann nehmen wir Massaman. Massaman ist sau lecker, Alter. Oder wir nehmen die und essen einfach both. Einmal Massaman und einmal Red Curry, oder? Ja. Und Schärfegrad? 10. Mach mal. Okay. Mach mal 34 von 11. Mach schon. Weißt du noch, was wir gerade gesagt haben? Dass wir das safe aufessen können, so wie der gerade kam mit extrem scharf, Bruder.
Mache ich mir gerade schon wieder ein bisschen Sorgen. Der geht jetzt in diesen Schrank, da musst du so vorher so einen PIN eingeben. Und, da liegt, und Fingerabdruck und Gewicht. Und da liegen so 3 Chilis drin und genau die. Wir werden auf jeden Fall gleich hoffentlich ein bisschen kurz anschauen, was er für Chilis reinpackt. Den Rest sehen wir gleich, wie das Ganze hier verläuft. That we were going places, turning the memories fading. Das muss richtig scharf heute werden. Ja. Also du weißt selber, dieses Maximum scharf. Okay. Was für Chilis verwendet ihr aber? Thai Chili. Thai Chili? Ja. Esst ihr selber auch Thai Chili? Ja. Ja. Entspannt, oder? Ja. Und der Papuloni habe ich. Jetzt kommen Peperonis, gell? Ja. Okay. Okay. Bis jetzt haben wir nur Peperonis drin. Die richtig scharfen kommen jetzt gleich. Ein bisschen extra, hä? Würdest du es so essen noch? Ich kann nicht so viel so scharf essen. Das ist nie gutes Zeichen. Also ich muss sagen, es sieht sehr, sehr gut aus. Die servieren das in so Steinschüsseln. Sehr, sehr nice. Ich kann mir vorstellen, dass das Essen sehr, sehr gut hier ist. Die Schärfe dazu will ich jetzt noch nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Wir haben es ein bisschen gesehen. 2 verschiedene, einmal Peperonis, einmal Chilis. Echt so? Nein, Bro. Nein. Ist es jetzt schon wieder so schon? Das kann nicht sein. Ich habe ein bisschen Halsschmerz, das muss ich dazu sagen. Echt? Empfindlich nice aktuell. Okay. Boah, aber creamy ist es schon, Bro. Er ist schon scharf, Bruder. Das ist ein... Das ist auf jeden Fall nicht Tokio. Ich sag so, ich glaube, man kann es aufessen. Damn. Trotzdem muss ich sagen, das ist creamy. Das ist saulecker, Alter. Wow. Ich weiß auch, dass ich auf jeden Fall schon mal safe schärfer, also unabhängig von Tokio, auch schon schärfer gegessen habe. Als das hier? Es kommt noch drauf an, was da unten noch alles so zum Vorschein kommt, aber... Ja, wir graben uns da jetzt durch. Let's go. Man lädt ja auch ein bisschen um. Ja. Meine Ansage stimmt, man kann es aufessen, oder? Ich weiß nicht, ob wir es aufessen können, aber man kann es aufessen. Das ist wirklich extrem gut. Ich habe jetzt noch nicht so viele Currys gegessen, aber das ist creamy. Sei ehrlich. Das ist geil, Alter. Das habe ich noch nie gegessen, deswegen kann ich nicht sagen, wie gut es ist, aber auch diese Konsistenz finde ich schon sehr, sehr nice. Mmh. Boah, ist das lecker. Wir machen so, wer die Chilis auch isst, der ultimative Gewinner. Ich wollte sie gerade rausnehmen. Wir versuchen das jetzt mal. Das war richtig. Die sind scharf. Natürlich sind die scharf. Es ist nicht wie in Tokio, da sind wir uns einig. Ich schwitze trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich so bestellen würde, muss ich auch ehrlich sagen, weil es ist eine Schärfe schon, die ist ein bisschen drüber so, aber es schmeckt sehr gut. Nein, das ist schon so, das kann man noch so gerade so noch essen, so, weißt du, ich meine, mit Genuss essen meine ich jetzt. Ja. Tokio waren einfach nur Schmerzen, das war nicht scharf, das war einfach nur, ja. Das ist wie wenn einer einen Flammenwerfer in seinen Mund rein, so, wie dieser Typ aus Osaka. Was ist das hier eigentlich alles? Papaya? Wir haben es geschafft, Bruder. Wir sind wirkliche Afrikaner, wir können scharf essen. Schwitzi? Ich habe meine Stirn an. Einer macht den Osan in Costa Rica, Alter. Einer macht den Lukas in Vietnam. Glaubst du, du kannst schärfer essen als ich? Echt? Ungefähr gleich, glaube ich. Ich glaube, du bist auf jeden Fall ein bisschen schwächer im Scharfessen als ich. Bisschen, aber minimal. Es wird irgendwann so gegen Mitte, Ende des Jahres kommt noch eine Challenge. Danach ist vorbei mit Schärfe-Videos. Aber das müssen wir einmal noch machen. One Chip machen wir nicht. Wie finden wir aber dann raus, wer schärfer essen kann? Mit so einer Steigerung ist das gut. Wenn ich aber gewinne, dann machen wir One-Chip-Challenge. Okay, das ist ein Deal. Das ist ein Deal.
Okay. Und wenn du verlierst, dann machst nur du die One-Chip-Challenge. Dann esse ich zwei One-Chips. Okay. Zwei Stück. Es wurde auf jeden Fall mehr oder weniger aufgegessen. Die Chilis haben wir natürlich nicht angerührt. Randy ist noch am Kämpfen, aber er hat auch mehr geredet als ich. Ich werde die Chilis auch nicht essen, aber wenn man es darauf anlegen würde, ich könnte sie essen. He's sweating. Normalsterbliche könnten es nicht essen. So. Ich glaube, dass wir beide nicht super scharf essen können. Das können wir auch nicht. Oh. Das ist in meinen Rachen reingegangen, Bruder. Ich sag aber so, es ist meins schärfer als deins. Ehrlich, sag mal ehrlich. Sag mir mal. Meins ist schärfer als deins, oder? Du warst der Sieger in Tokio, aber in Tokio war ich einfach der Intelligente. Und heute bin ich Verlierer und der Dümmere. Danke fürs Einschalten. Was redest du da? Hast du noch was drin? Muss ich das jetzt auch essen? Ja klar, Alter. Einer will sich drücken, Alter. Leute. Sieht so fertig aus, Alter. Aber ich sag so, wie es ist. Ich schwitze komplett. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lukas, sein Kanal ist unten verlinkt. Bis zum nächsten Mal.